Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer neuen The World of Discmag. Ich habe hier drauf die aktuelle, ist ja Quatsch, die erste Ausgabe der Darkstar aus dem Jahre 1995. Wir schauen uns mal das Inhaltsverzeichnis dieser Diskette an. Ja, dies ist die Magazinseite von der Darkstar, Ausgabe 1,95. Es ist die erste Ausgabe, die ich gefunden habe. Da haben wir die Darkstar Club, dann 2 Text, 3 Text, 5 Text, 6, 7, 8, 1 und 4. Okay. Dann gucken wir uns noch gleich die zweite Seite an. Werden wir es natürlich hier antun. Dies ist die Programmseite von der Darkstar-Ausgabe. Verloren auf der Insel mit Odyssee. Dallas Oil, klein aber fein, Texteditor. Kopieren und noch viel mehr. Copy super. Erstellen eigener Intros mit dem Intro Maker 3. Da werden wir uns auch irgendwann mal drum kümmern. Kamera Action mit Rocks 64. Demos Forever mit Silver and Gold. Ja, Dear Show haben wir da. Original Apfelmännchen. Ich weiß nie, was das Apfelmännchen ist. Dann gucken wir mal. Dies war die Darkstar. So, gucken wir mal. Darkstar Logo, sick. Alles klar. Wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an. Wir gucken mal das Darkstar-Logo an, ob das jetzt hier geladen werden kann. Ich habe mir einen Brotkasten wieder aufgebaut und File Not Found Error. Okay. Dann werden wir das Ganze einfach mal anders machen. Wir starten die Darkstar einfach von der ersten Diskettenseite aus. Löschen erstmal den Speicher und dann würde ich sagen, starten wir. Ja. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Warum wir nichts sehen, das sehen wir gleich. Wir starten das Programm. Hoffentlich funktioniert es mit dem Cartridge-Modul. Was jetzt nicht bedeutet, dass das Diskettenmagazin mit dem Cartridge-Modul nicht funktioniert, sondern einfach nur, dass mein Diskettenlaufwerk, ich rede hier von meinem Diskettenlaufwerk, Probleme hat bei manchen Sachen, zum Beispiel EW10-Spiele abzuspeichern, ist eine Sache der fast Unmöglichkeit mit diesem Laufwerk. Weil viele AW10-Spiele leider Gottes nicht gespeichert werden können. Das hat aber nichts mit dem Programm an sich zu tun. Wie gesagt, das hat mit meinem Laufwerk zu tun. Denn das Laufwerk, das momentan der liebe 8-Bit-Flo am Reparieren ist, mein zweites 1541-2-Laufwerk, das hat keine Probleme gehabt mit dem Abspeichern von den Safe-Games, wenn das Final Cartridge-Modul drin war. Das Problem einfach nur ist, irgendwann hat sich dieser Dauerläufer eingelegt. Wahrscheinlich wollte ich mal was reparieren oder ich wollte was machen und dann habe ich ein Kabel falsch angeklemmt, keine Ahnung, deshalb lasse ich das mal vorerst noch sein. Ich bin ja froh, dass ich jetzt hier von meinem C64 vom Brotkasten hier eine kleine Reparatur in Anführungsstrichen selbst gemacht habe und zwar die Shift-Lock-Taste hat nicht funktioniert. Daraufhin habe ich dann die komplette Tastatur zerlegt, musste natürlich die Shift-Lock-Taste ablöten, da die an zwei Punkten angelötet war, habe die Taste rausgemacht, habe die Taste geöffnet, hatte leider Gottes kein Kontaktspray, also habe ich trotzdem alles rausgemacht, alles fein säuberlich sauber gemacht, alles nochmal eingelegt, angeklickt und siehe da, es funktioniert. So, wir starten. Darkstar, Redezeit, Tests, Programme, Tipps und Tricks, Specials, Music Corner, Rollenspielecke. Hört sich alles mal selbstverständlich sehr gut an. Ich gucke mir mal diesen wunderbaren Joystick und wir schauen uns mal die Darkstar an. Die Musik ist ein bisschen repetitiv. Also sie wiederholt sich andauernd. Ich glaube, dann nennt man repetitiv oder so ähnlich. Repetitiv. Ich kann das Wort nicht hier aussprechen. So, Editorial, Inhalt, Einsendungen, Darkstar Club und in letzter Minute. Wir gucken mal in der zweiten. Willkommen zur allerersten Ausgabe des Darkstar Magazins. Hoffentlich werden ihr noch viele folgen. Wenn auch verspätet, immerhin ist die Ausgabe ja nun noch bei euch eingetroffen. Darkstar soll einfach jedem C64-128-Fan etwas bieten. Für die weiteren Ausgaben sind mehr Texte, Kurse und Ähnliches geplant. Ja, auch ich möchte wieder mich den Kursen annehmen, wie zum Beispiel den Basic-Kurs. Ich kenne schon eine ganze Menge jetzt durch den Basic-Kurs gelernt. Habt ihr ja gesehen, Learning by Doing, also Basic-Lernen mit Partool. Da habe ich meine Basic-Kenntnisse her.
und ein bisschen durch den lieben Nerdroom. Grüße an den Nerdroom. Dankeschön, er guckt meine Videos an. Finde ich ganz gut. Apropos, ich traue mich jetzt nicht, die Kamera zu bewegen. Ich habe hier meinen Brotkasten. Wie man sieht, ich bin dabei, die Farbe zu entfernen. Dazu benutze ich momentan einen Nagellackentferner. Ja, ich habe jetzt die Marke extra weggemacht. Und das scheint auch einigermaßen gut zu funktionieren. Ich freue mich. So kriege ich wieder einigermaßen... Ja, was ich aber nicht machen darf, das habe ich jetzt hier oben an dem Logo gesehen. Ich darf den Nagellackentferner nicht an dem Logo benutzen. Warum darf ich das nicht an dem Logo benutzen? Ganz einfach, das Logo entfernt sich dann. Deshalb habe ich auch ein bisschen Panik, was die Tastatur angeht. Weil ich habe ja auch über viele Tasten drüber gemalt. Und wenn ich das mit dem Nagellack entferne, ich habe Angst, dass die Tasten dann nachher keine Bezeichnungen mehr haben. Also, für die Tasten, ich werde mir wahrscheinlich eine neue Tastatur organisieren müssen. Ich habe schon überlegen gewesen, ob ich mir eine neue Hülle kaufen soll. Aber naja. So, aber jetzt zurück zur Darkstar. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Für die weiteren Ausgaben, mehr Texte, Kurse, Ähnliches etc. Schickt mir Beiträge oder selbstgeschriebene Programme, wofür es sogar etwas zu gewinnen gibt. Ja, das war damals noch ganz gang und gäbe in den 90er Jahren. Dass man immer etwas gewonnen hat oder bekommen hat für Einsendungen. Bei der Game On und so. Naja, gucken wir mal, was wir alles noch finden auf dieser Darkstar. Etwas zu gewinnen gibt. Informiert euch darüber am besten in den folgenden Texten. Also möge der C64 noch lange leben. Das war 1995, das haben wir 2022. 40 Jahre C64, der lebt immer noch. Und ich bin der festen Überzeugung, der wird noch sehr, sehr lange weiterleben. Ich hoffe doch irgendwann einmal, Sekunde, da stimmt was mit meiner Greenscreen nicht. So, Problem gelöst. Ja, ich hoffe doch sehr und bitte auch wirklich viele jüngere Leute, euch ein bisschen mit dem C64, und damit meine ich nicht den C64 Maxi oder C64 Mini, sondern mit dem Original Commodore 64, inklusive den Diskettenlaufwerken und den 5,25 Zoll Disketten. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eine 5,25 Zoll Diskette, Patrick? Das sind 5,25 Zoll Disketten. Ich möchte, dass wirklich mehr Leute sich darum bemühen, um solche Diskettenlaufwerke, um den C64 an sich, dass wir genügend Leute haben, die auch in der Zukunft sich mit dem Commodore 64 auseinandersetzen. Denn ich möchte, dass der C64 noch weitere 40 Jahre oder sogar 400 Jahre lebt. Ich möchte, dass wir irgendwann, es eine Apokalypse, sollte es irgendwann eine Apokalypse geben, es noch genügend C64 gibt, mit denen man was anfangen kann. So, ja. Genau wie der Darkstar Club. Ich glaube, der hat nicht lange gelebt. Ich bin am Überlegen, ich weiß es gerade nicht. Viel Spaß jetzt bei dieser Mac hier und den Programmen auf der Rückseite. Sven Tevis. Grüße gehen raus an Sven Tevis. Ja, der Inhalt ist natürlich Editorial. Dann haben wir Reset, Redezeit mit der Plauderecke, den Nussknacker. Willst du eine Nussknacker? Dann die Lesebriefe. Plauderecke habe ich schon gesagt. Dann die Tests der Spiele. Programm des Monats, Anleitungen, Top 10, dann Tipps und Tricks zu Spielehilfen, Basic-Kniffe. Oh, da könnt ihr mal reingucken. Ich glaube, da könnte ich noch was lernen. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt noch gerade einigermaßen aus. Es gibt doch eine ganze Menge, die ich nicht weiß in Basic. Und viele werden auch wahrscheinlich fragen, warum programmierst du nicht gleich in Assembler oder in Pascal? Ja, ich möchte erstmal Basic auf die Reihe kriegen. Wenn ich Basic kann und ich das wirklich kann, und dann werde ich mich an diese schwereren... Durch die Musik, durch die Kopfhörer, ich das Lalülala da draußen. Ich möchte mich erstmal mit Basic auseinandersetzen, denn wenn ich Basic kann, dann bin ich schon mal ganz toll, weil kann ich auch schon viel machen. Aber wenn ich dann irgendwann Assembler kann, wäre ich natürlich noch besser, weil dann noch mehr und so weiter. Ihr kennt das, ne? Man fängt gleich klein an. Ich habe auch ungefähr 30 Jahre gebraucht, bis ich das auf die Kette bekommen habe. Heute mit 45 Jahren, ne? CDs im Text, im Musik-Corner und Komplettlösungen sind auch noch dabei. Da haben wir Computer-Stories, Kursaufruf, Rollenspiel-Ecken, Dungeon-Vorwurf und Brettspiel-Tests. Einsendungen, keine Raubkopien, also bitte eigene Programme. Ja, gut, ihr braucht da nicht mehr hinzusenden, die Darkstar existiert nicht mehr. Damit dieses Mac und der Club überhaupt bestehen können, ja gut, da hat man halt
alles eingesendet. PD, Showverse. In letzter Minute habe ich noch die Apfelmann-Show auf die draufgepackt. Nach dem Laden erlebt ihr eine kleine Dia-Show. Dies sind konvertierte Grafikbilder. Die Original-Apfelmenschen-Bilder sind darunter abgespeichert. Wer das Programm Apfelmenschen besitzt, kann die Bilder weiterverarbeiten. Ich weiß nicht, was Apfelmenschen ist. Ist das ein Arbeitsprogramm? So ein Kopierprogramm? Keine Ahnung. So. So, ich muss gerade mal ganz kurz gucken hier. Ja, das Sven Thebes hat auf die Beine gestellt, sehe ich gerade. Ich habe den Lauftext jetzt nicht gerade gelesen, dann werden wir gleich uns drum kümmern. Ja. Also wer auch Diskettenmagazine auf die Beine stellen möchte, auch gar kein Problem. Wir würden uns über neue Diskettenmagazine jederzeit freuen. Dann haben wir die Leserbriefe, die Plauderecke und die Nussknacker. So, sollen an dieser Stelle massig erscheinen, wenn ihr Fragen, Anregungen, Tipps oder auch was immer habt, mir einfach schreiben, wollt am besten ich hör's es nochmal, nicht? Wenn ihr Fragen, Anregungen, Tipps oder was auch immer habt, mir einfach so schreiben wollt, am besten zum Thema Computer, oder Kritik äußern wollt, dann ist diese Rubrik, diese Leserbriefecke natürlich wie geschaffen dafür. Natürlich kann ich zum Beispiel nicht alle möglichen Fragen beantworten, aber das Abdrucken der Frage wäre dann das Mindeste, was ich tun würde. Vielleicht kann dann ja einer der anderen Leser weiterhelfen. Gut, in der heutigen Zeit haben wir das Forum 64 oder andere Seiten, wo wir uns drauf, Hilfe suchen könnten. Oder wir haben Discords auf, wir haben YouTube, wo wir halt immer Leute was erklären, was ich ganz gut finde. Man muss jetzt wieder bedenken, das war 1995. Und 1995 war das Internet noch in den Kinderschuhen. Es existierte zwar bereits schon ein bisschen, ne? Also ich kann so ein paar Webseiten, kann mich noch dran erinnern, die ich 1999 zum Beispiel schon kannte, wie zum Beispiel die Go64, die Webseite der Go64. Fand ich ganz großes Kino. Dankeschön nochmal an Enno Connors für diese wunderbare Seite. Leider Gottes existiert sie nicht mehr. Die Zeitschrift existiert auch nicht mehr. Aber wir hatten damals wirklich kleinere Webseiten, auf denen was immer gezeigt werden konnte. Und das Internet, wie gesagt, stand noch in den Kinderschuhen. Und heute haben wir ja das Internet. Wir haben das World Wide Web. Wir haben quasi einen portablen Computer mit Internetzugang und Internet quasi bei uns jedes Mal in der Hosentasche. Und 1995 hat er daran so gut wie keiner gedacht, dass sowas jemals existieren würde. Gut, der Nokia Communicator war, glaube ich, damals ganz groß in Mode. Aber sowas wie heute kann man, glaube ich, in die Tonne treten. Ja, also. Da war die Plauderecke. An dieser Stelle möchte ich auf verschiedene Dinge eingehen. Sir Dieter Sander hat mir geschrieben, nochmals vielen Dank an den jungen Mann. Grüße gehen raus an den Dieter Sander. Ich hoffe, er liest auch irgendwann mal. Vor allen Dingen liest er meine Videos alle. Er schaut meine Videos, hoffentlich. Grüße gehen raus. Ich möchte nun einmal ganz deutlich sagen, dass dieser Club ganz neu ist. Daher möchte ich euch bitten, den Darkstar Club auch weiter zu empfehlen. Bei anderen C64-Usern. Dieter hat bereits eine gute Anregung gemacht. Zum Club unter anderem hat er angesprochen, dass es hier nicht nur um Spiele, sondern auch um verstärkt um Anwendungen wie GEOS und andere Kurse gehen sollte. Ja, GEOS ist zum Beispiel noch für mich irgendwo ein Buch mit Siegel. Man könnte sagen, es ist das Windows des C64. Und wer hat es erfunden? Natürlich GEOS. Ne? Also C64 hat es erfunden. Das ist ein ganz klarer Fall. Da war noch vor Windows. Ne? Ja, wie gesagt, wir haben mit GEOS eine Benutzeroberfläche gehabt, die Windows damals, bevor Windows überhaupt, glaube ich, rauskam, hatten wir GEOS. Ja, gut, dann lese ich mal hier nicht weiter. Nussknacker, hier wird folgende Fragen zu dem Gewinnspiel mit Hitler. So, ich versuche es nochmal. Ich habe mir auch gerade die Zunge richtig gelegt. Wer die folgenden Fragen in diesem Gewinnspiel richtig beantwortet und mir die Lösung schickt auf eine Postkarte, die kann er sich dann an die Kühlschranktür hängen,
Der kann mir etwas mit etwas Losglück das Spiel Crime Time, selbstverständlich original. Dieser Club sollte absolut sauber bleiben. Das finde ich ganz gut. Keine Raubkopien erwünscht. Das ist auch ganz gut. Raubkopien auch heute. Bitte, 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 liebe Leute. Wenn es solche Leute gibt wie Psytronic, die wirklich Spiele raushauen, geht nicht hin, kopiert den Scheiß und ladet ihn bei C64 Games oder woanders hoch. Nein! Bitte, bitte, bitte! Lasst Psytronic, lasst Sarachan Avery, lasst Protovision. Bitte, Leute, gebt den Leuten eine Chance. Itch.io, lasst die Leute bitte auf deren Plattform ihre Spiele verkaufen. Denn so haben die Leute dann viel mehr Spaß, wieder weitere Spiele zu produzieren. Und dann wird es immer mehr Spiele geben. Leider Gottes gibt es immer noch zu viele Leute, denke ich mal, die immer noch mit Raubkopien arbeiten. Ich meine, ich habe auch keine ich habe auch nicht viele Originale, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe so eine kleine Kiste voll mit Originalen, kann ich gerade mal zeigen. Das ist so meine Kiste, das sind alles Originaldisketten. Hoppla, das wollte schon nicht kommen. Das wollte ich gar nicht. Hallo, Onkel, Tante, ich war noch gar nicht fertig. Ich bin auf den Knopf gekommen, das war wunderbar. Ich habe auf den Basser gedrückt. Ja, bah, auf den Basser habe ich gedrückt. Ja, ja. Nee, aber jetzt mal ehrlich. Originale sind immer ganz toll. Deshalb, wenn ihr natürlich hingeht und sagt, ja, wir haben aber jetzt von Itch.io keine Originale bekommen, sondern die D64-Files. Ja, das sind auch Originale, Leute. Das sind auch Originale. Wie juckt das Nessel? Ich glaube, es gibt Geld. Ich muss mal das öfter nochmal auf mein Konto gucken. Ich glaube, es gibt Kohle. Entschuldige bitte. So, ich habe ja hier eine wunderbare Tüte, die habe ich da mal, ne? Da kann ich mich wunderbar nämlich hier meinen reintun, ne? Gut, ja, wir waren bei dem Nussknacker, wir wollten ja uns das Rätsel mal anschauen. So, welche Programmiersprache, die es auch auf dem C64 gibt, lautet so wie ein männlicher Vorname? Was ist ein Kernel? Wie heißt Daves Freundin mit... Also Moment, das war der erste. Moment, haha. Das sind verschiedene Fragen. Moment, das regeln wir. Sekunde, haha. Das regeln wir, haha. So, also. Ich werde jetzt mal Folgendes tun. Und zwar werde ich jetzt erstmal hier diese Fragen beantworten. Bitte schreibt die Antworten nicht in die Kommentare. Ich werde so das wissen, ne, was ich hier... So. Hier im Knausen habe. So, also. Auch auf dem C40 ein männlicher Vorname. Natürlich, ganz klarer Fall, das ist Fred. Das ist ein scheiß Blatt, Leute. Okay. Holen wir uns das Büchlein. So, also eins, die Antwort zur Frage 1 ist natürlich Peter, also Pascal. So habe ich ja eben schon gesagt. So, zweitens. Was ist ein Kernel? So, jetzt stehe ich da mit meinem Halbwissen und sage, ja, ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt natürlich das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich da falsch liege. Ein Kernel ist, glaube ich, das Kernstück eines Betriebssystems. Denke ich mal. Die Basis eines Betriebssystems, auf dem rundherum die ganzen Befehle, also zum Beispiel Windows, hat ja... besteht ja eigentlich zu, sagen wir mal, 90%, nehmen wir mal sowas wie Windows, hat zu 90%, sage ich mal, Treiber. Treiber zu Grafikkarten, Treiber zu Soundkarten, Treiber zu den Chips, die da drauf sind. Und die Kernel ist, glaube ich, das ursprüngliche und das Kernbetriebssystem, auf dem alles rundherum aufgebaut ist. Behaupte ich jetzt einfach. Wie heißt Daves Freundin, die in der Maniac Mansion befreit werden muss? Natürlich Claudia, ist ja ganz klar. So. Zwei ist, Moment, ich schreibe mir das noch auf. Kern des Betriebssystems. Bitte, schreibt mir das nicht in die Kommentare. Wir werden uns die Auflösung der Darkstar Ausgabe 2 angucken. Und da schreibe ich hier alles auf. Kern des Betriebssystems, so, 3 ist natürlich ganz klar Sandy, ist ja logisch. Wer komponierte alle Sounds für den Computerspiel Be on the Top? Gott, To Be on Top, wer war das wieder?
Tupi on top. Ich würde es glatt behaupten. Ich habe da. Es gibt, glaube ich, diesen Galloway und dann gibt es natürlich noch Chris Hülsbeck. Aber ich glaube, Chris Hülsbeck war das gewesen. Ich sage einfach mal Chris Hülsbeck und denke mal, da liege ich falsch mit. Chris Hülsbeck. Fünftens ist ein Trackball. Ein Steuergerät am Computer oder ein neues Freezer-Modul für den C64. Ganz klar ist es ein Freezer-Modul für den C64. Das weiß ich. Trackball ist natürlich eine Mausadaption. Früher waren die Mäuse so gerichtet, dass hier unten drunter ein Ball war. Wenn man dann die Maus bewegt hat, ja gut, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Aber wenn ihr die Maus bewegt habt, dann ist dann auch dementsprechend das angezeigt worden. So, und der Trackball war quasi, dass die Maus auf dem Rücken gelegen hat. Die Tasten waren oben und der Ball, wo unten halt ist, war ein bisschen größer. Man konnte halt an diesem Ball rumklabustern. Ist ganz nice für Marble Madness, habe ich gehört. So, ein Trackball ist natürlich ein Zeigegerät, ein Steuergerät. Also ich kann jetzt mal sagen, mit Gewissheit, mit hundertprozentiger Gewissheit habe ich schon mal 3 von 5 Fragen richtig. Bei 2 muss ich leider Gottes lügen. So, also bitte schreibt es mir nicht in die Kommentare, denn ich möchte es gerne die Lösung an der nächsten Darkstar sehen. Hoffentlich wird das aufgelöst, Leute. So, viel Glück. Dankeschön. So, hallo an die neuen Mitglieder von Darkstar. Mein Name ist Sven Tevis und ich bin derjenige, der diesen Club auf die Beine gestellt hat. Darkstar enthält einfach alles. Gewinnspiele, Spieletests, Software, Leserbriefe, Tipps, Stories, Witziges und Sachliches. Hallo an die neuen Mitglieder von Darkstar. Achso, gut, das haben wir schon. Gut, dann gehen wir mal in die Tests. Was wurde denn alles so in den Tests rausgehauen? Ich glaube, ich werde es in Zukunft mal so machen, dass ich es halt immer außerhalb des Bildes mache. Ui, das ist ein bisschen schwer. Ja, ich arbeite momentan, wie gesagt, mit Nagellackentferner, um mein C64 wieder weitestgehend wieder in den Originalzustand zurückzuversetzen. Weitgehend. Spiele, Starbuy, Super Soccer, dann Steinberger Hotelmanager und Operation Hongkong. Auf der einen Seite liebe ich irgendwo Managerspiele, auf der anderen Seite muss ich immer sagen, tja, wenn ich Managerspiele spiele, das geht meistens in die Hose. So. Starbite Super Soccer. Jetzt muss man natürlich bedenken, dieses Geblinge war 1995 noch ganz modern und ganz cool. Heute muss ich ehrlich gesagt sagen, es sieht zwar einigermaßen gut aus, aber ein bisschen geht es mir auf die Nüsse. Ihr könnt ja darüber eure Kommentare mal schreiben. Das Bochumer Softwarehaus lieferte Starbite aus Bochum. Mit diesem Spiel weniger ein Fußballmanager ab, sondern eher sowas wie eine Wirtschaftssimulation. Abgesehen von der Titelmusik und der Anfangsgrafik gibt es bei diesem Game in Sachen Grafik und Sound wirklich gar nichts zu sehen bzw. zu hören. Was das Ganze wohl etwas aufgelockert hätte. Naja, gut, ich spiele ja auch abends so den Tennis-Manager und das besteht auch nur aus Text, ohne Sound, ohne alles und das macht mir Spaß. Und ja, wer mein Quiz spielt, also Doctor Who, das Quiz, zu finden auf csdb.dk, guckt mal bitte, Doctor Who Quiz German oder sucht einfach nach Patrick Patul, da werdet ihr definitiv was finden. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, großes Kino. So. Sicher gut. Alles klar. Also das ist dieser Fußballclub. Naja, gut, mit Fußball, da habe ich es nicht so. Das ist irgendwie so, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen, an denen irgendwie Fußball vorbeigeht. Also ich kenne schon einige, die sagen, Fußball geht mir echt am Arsch vorbei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag so, na, Fußball muss nicht sein. Also obwohl manchmal sagen wir immer, wir machen immer diese Weltmeisterschaften. Wenn wir doch Kriege führen, warum machen wir denn einfach eine Fußball-EM oder eine Fußball-WM oder eine Fußball... keine Ahnung, wir spielen Fußball gegeneinander und der, wo gewonnen hat, hat gewonnen.
wäre doch viel einfacher und es würde auch keine Menschenleben kosten. So, Steigenberger Hotelmanager. Nachdem die geliebte oder auch nicht geliebte Tante unter der Erde liegt, hat man nun die Möglichkeit, sich ein flottes Hotelunternehmen aufzubauen. Bis es allerdings soweit ist, dass man ein echtes Steigenberger auf die Beine stellen kann, dauert es aber noch einige Zeit. So dass man anfangs mit einer kleinen Pension vorlieb nehmen muss. Das eigentliche Ziel des Spiels kann man allerdings hochpersönlich selbst festlegen. Am Anfang des Spiels kann man das selbst festlegen. Party lesen, was da steht mit. Dann geht es ans Eingemachte. Geht Personal einstellen, beziehungsweise Personal, Köche, das ganze Leute. Na, man muss halt alles einstellen. Man baut sich quasi ein Hotel auf von einer Pension. Wir haben eine Pension und bauen uns irgendwann ein Hotel auf. Finde ich ganz gut. Scheint auch gut abgeschnitten zu haben. Das Wort, nach dem ich suche, war geschnitten. So, Operation Hongkong ist nicht mehr ganz neues Adventure von Golden Games. Adventures? Ich liebe Adventures. Dann schreiben wir mal auf. Operation Hongkong. Operation Hongkong. Operation King Kong. So, ist leider nicht so komfortabel wie ausgefallene beispielsweise Maniac Mansion, denn hier muss man seine Finger noch über die Tastatur wuchten. Das ist für mich, bin ganz ehrlich, also ich liebe ja diese Point-and-Click-Adventures, aber, dieses Eintippen von Befehlen, das ist etwas, wo ich sage, das erinnert mich an früher, das macht mir Spaß und das mache ich auch gern. So. Nein, das war diesmal Absicht. Titelgrafik, von Sven Tebes. Gut. Wir gehen mal zu den Programmen. Mal gucken, was der an Programmen hat. Ach, deutsches Wasser. Naja, gut. Werbung machen wir nicht, ne? Deutsches klares Wasser. Programm des Monats, Kurzanleitung und die Top 10. In jeder Ausgabe der Darkstar wird eines der auf der Disc enthaltenen Programme zum Programm des Monats gekürt. Ja, erste Darkstar-Ausgabe, da muss halt die Redaktion selbst eins zum. Ne? So, in dieser ersten Ausgabe ist das Spiel Dallas Oils eines unserer ein Programm des Monats. Es ist ein Wirtschaftsspiel, bei dem es wie in der Fernsehserie Dallas um das große Geld geht. Dazu sind allerdings einiges an Geschick und an glückliches Händchen vonnöten. Ja, ich würde sagen, um diese Anleitungen werden wir uns kümmern, wenn wir uns um das Spiel kümmern. An dieser Stelle seid wieder ihr Leser von der Darkstar gefragt, und zwar geht es darum, eine Top 5 in der richtigen Reihenfolge. Gut, was haben wir jetzt da? Tipps und Tricks, Specials und Musik Corner. Was gehen wir unter Tipps und Tricks? Na, ich vermisse meinen Competition. 8-Bit, mach mal hin. Nee, lass dir Zeit, Junge, lass dir Zeit. Ich habe hier noch genügend Joysticks, die ich nutzen kann. Für den Fall, dass dieser hier die Biege macht. Was ich auch geil finde, ich habe hier zwei Joysticks, die sehen beide gleich aus, die sind aber beide unterschiedlich. Der hier hat zum Beispiel einfach nur so ein Plastik, das auf kleine Knallfrösche drauf geht. Und hinten das, der andere Joystick, der genauso aussieht, scheint Mikroschalter zu haben. Faszinierend. So, was haben wir denn da? Komplettlösungen, Basic-Kniffe. Gucken wir mal nach. Hier, Spielhilfen. Tipps und Tricks zu spielen kann man immer gut gebrauchen. Darum sollte es auch hier in jeder Ausgabe diese Rubrik geben. Was haben wir denn da? Champions of Football. Während des Spiels gegen eine andere Mannschaft kann man mit der Run-Stop-Taste abbrechen. Das aktuelle Ergebnis wird dann als Ergebnis gewertet. Ah. Mars Project. Hier sind die Codewörter zu den Regionen des Spiels von Mars Project.
Gut, ihr könnt euch das ja gerne aufschreiben. Na, Indiana Jones, um die Level 3 beginnen zu können, müssen nur die Tasten H und J gleichzeitig gedrückt werden. Okay. SimCity, mit einem Druck auf die F1-Taste erhält man am Anfangsbetrag von $4,000 zurück, egal wie hoch das Kapital vorher war. Okay. Basic-Kniffe. Oh, bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob ich hier so einiges jetzt verstehe. Ne? Und gucken, was ich darüber verstehe. Ne? So. In dieser Rubrik geht es um kleine, jedoch durchaus nützliche Tipps für alle Basic-Programmierer. Die reden mit mir. Ich bin richtig ein bisschen stolz drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss sagen, 30 Jahre lang wirklich, 30 Jahre lang nichts geabbelt bekommen. Gar nichts. Man hat es mir 5000 Mal erklärt. Ich habe das Wort Variable nicht verstanden. String Variable. Das war etwas, was ich nicht verstanden habe. Danach war alles klar. Obwohl das eigentlich ganz einfach ist. Ich habe es aber jahrelang nicht verstanden. Diesmal soll es um Abfragen der F-Tasten in Programmen gehen. Ja, das durchaus nützlich sein kann, um beispielsweise ein komfortables Auswahlmenü zu erhalten. Hier ist nun ein Beispiel dazu. Ja, Print, Menü, dann Print F1 Spiel beginnen. Das schreiben wir uns mal auf. Weil ich glaube nämlich, das können wir gleich mal tätigen. Das Programm schreibe ich mir jetzt auf. 10 Print Menü. 20, wird das ein bisschen langweilig für euch sein. F1, weil ich glaube, ich kenne da noch einen anderen Trick. Das geht auch, glaube ich. Ja. Das geht auch. Spiel wird gestartet und Spiel wird beendet. F1. Start. Dann 30. F2. Stopp. 40. Get EG Dollarzeichen. EG Dollarzeichen steht für Eingabe, das weiß ich. Wir können es aber auch ganz einfach machen. Wir können dieses Programm ja eigentlich. Dann können wir hinschreiben, EG, also die Zeile 50 brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Weil wir können nämlich if EG gleich. Da kann man hinschreiben, if EG Dollarzeichen gleichen Anführungsstriche und dann die F1-Taste drücken. Dann kriegen wir das F1-Zeichen. Und dann go to 80 und wenn man 70, das können wir mal gerade verlaufen. Machen wir jetzt mal ganz kurz. Wir haben uns das Programm ja ein bisschen jetzt gemerkt. Wir haben das Programm ja gemerkt. Deshalb, ich schreibe euch mal auf, was ich meine. Print Menü. 20. Point. Das ist ein ganz guter Befehl. Vor allem Print. Moment, dann machen wir jetzt erstmal den hier. F1 gleich. Tasten müssen ein bisschen nachgerichtet geölt werden. Programm Start. Dann haben wir 30, Print, F2, Programmende. So, jetzt sollten wir eigentlich rein theoretisch hingehen, dieses EG-Dollarzeichen. Also machen wir das sowieso, ne? Also 40 ist EG-Dollarzeichen. EG-Dollarzeichen. So. Get EG-Dollarzeichen. Doppelpunkt, if EG Dollarzeichen gleich sen 40 50 und jetzt kommt das, was ich gesagt habe, if EG Dollarzeichen gleich
Ich hasse das Ding. Zen ist dann 70. 70. 60 if EG Dollarzeichen gleich F2. Zen 80. 70 print Pro, ne, Programm gestartet. Doppelpunkt end 80 print Programm beendet. Doppelpunkt end. So, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Also so würde ich das jetzt machen. Nochmal, wenn wir in den Dollarzeichen, wenn wir das in den Klammern setzen, dann soll das theoretisch funktionieren. F1. So. Run. Ja, ich habe F1, ich habe jetzt F3 gedrückt. Ich bin jetzt Intelligenzbolzen, ich habe nämlich F3 gedrückt. Ich Intelligenzbolzen habe nämlich hier nicht F1, nicht F. So. So, wenn ich jetzt F2 drücke, dann ist beendet. Also so geht es auch. Also wir können rein theoretisch das Ganze mit diesem ganzen Charset einarbeiten. Wir können aber es auch ganz einfach so machen. Und das habe ich jetzt immer so rausgefunden, wie man die F-Tasten benutzt. Dasselbe können wir, glaube ich, mit der Instel. Nee, die Instel-Tasten können wir es nicht machen. Da müssen wir CAR. Okay. Achso, ich habe es ja. So, also das ist jetzt mal so das, was ich jetzt so rausgetüftelt habe. Das habe ich nämlich so im Privaten mal ein bisschen rausprobiert. Ich habe nämlich gesagt, die F-Tasten müssen ja auch irgendwie gemacht werden. So. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, das Einfachste. Und ich glaube auch, dass ich das in meinen zukünftigen Quizzen dann in Zukunft nutzen werde. Also die F1, die F3 und die F5-Taste. Für die A, B und C Tasten, für die A, B und C Antworten. Ja, wie gesagt, das war jetzt halt so mein Programm, wie man da oben sieht. Ich habe zum Beispiel, wir können gleich nochmal nach der Programmierung gehen. Habe ich ja gesagt, habe ich jetzt so rausgeknobelt, für mich selbst. Geht auch, wenn man das EG-Dollarzeichen halt einfach nur in Klammern, Klammer auf und dann die F-Tasten drückt, dann kriegt man die Bezeichnung dieser F-Tasten dahin gezeigt. So. Wir gucken noch ganz kurz unter Tipps und Tricks war es gewesen. Und wie gesagt, das ist etwas, was ich so für mich rausgefunden habe, weil ich wollte immer die F-Tasten benutzen. Weil das klingt ein bisschen interessanter, wenn man hier jetzt F1 für Antwort 1, F2 für Antwort 2 und so weiter. Deshalb, aber wir haben dann so die F1, F3, F5 und F7 Tasten. Wir können dann quasi vier Antworten machen. Und ja, das ist halt so das Interessante an der ganzen Sache. Für mich. So, da haben wir das Programm. Also, das Get-EG-Dollarzeichen habe ich ja gemacht. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe auch das IFG-Dollarzeichen zurück zu 40 gemacht. Aber ich habe das EG gleich ASC, also den ASCII-Code von EG-Dollarzeichen, nicht genutzt. Sondern ich habe in Klammern die String-Variable benutzt. Heißt das so? String-Variable? Ja, das war meins. Wenn ihr nun alles richtig gemacht habt, so müsst ihr nach dem Programmstart mit einem Drück auf die F1-Taste, der Text in der Zeile 80 steht auf dem Bildschirm, haben wir und selbstverständlich dann auch die andere F-Tasten abgefragt. So, hier haben wir die ganzen F-Tasten, wie die abgefragt werden. Wie gesagt, für mich ist es so, man könnte natürlich hingehen. Es ist natürlich ganz klarer Fall, wenn ihr den ASCII-Code benutzen wollt. Dann benutzt den ASCII-Code. Ich glaube, der müsste auch, glaube ich, irgendwann später genutzt werden. Aber ich habe, wie gesagt, dieses Dollarzeichen benutzt, weil da habe ich nämlich dieses Umwandeln in ASCII-Code nicht gehabt. Wenn sich jemand von euch für Basic interessiert und auch ein kleines Programm oder einen kleinen Trick hat, der soll es nun zuschicken, damit ihr es erscheinen kann.
Wie gesagt, das ist eine ganz nice Sache. Das ist auch ganz gut. Wie gesagt, ASCII-Code. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das einfach besser ist mit dem ASCII-Code, wie es hier aufgeschrieben ist, oder ob das, was ich gemacht habe, einigermaßen okay ist oder sogar besser ist als das, was da ist. Ich sage nicht, dass das, was ich mache, besser ist. Es ist halt nur das, was ich für mich so als komfortabler herausgefunden habe. Aber ihr könnt gern, wie gesagt, eure Oh, Soul Crystal Komplettlösung. Kann ich irgendwo. Ich würde gerne das nämlich drucken. Irgendwann. So. So, nun ist erstmal die Zeit zum Abspeichern. Welches Abenteuer? Gut, ich glaube dann in der nächsten Darkstar geht es weiter mit Soul Crystal. So, was haben wir denn in den Specials drin? Wenn ihr natürlich auch eine bessere Idee habt, wie das, was ich jetzt gerade gemacht habe, dann schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Klar, ich kann natürlich jetzt das Ganze mit den Zeilen ändern, indem ich jetzt die Zeile 40 und 50 hintereinander gesetzt hätte. Das hätte ja auch funktioniert. Eine Zeile. Da hätten wir noch eine Zeile weniger gehabt. Computer Stories. Was haben wir denn da? Computer Stories. Wie seid ihr eigentlich zu eurem C64128 gekommen? Ich glaube, das habe ich schon sehr oft erzählt. Durch die Nachbarsjungen. Damals, als ich ungefähr 7, 8 Jahre alt war, die Nachbarsjungs von uns hatten einen Commodore 64. Ich bin natürlich jetzt zu meinem Nachbarn gegangen, der direkt neben mir gewohnt hat. Der hatte einen VC20 gehabt und einen MSX2. Aber ich war von dem VC20 mehr begeistert als von dem MSX2. Was war euer erstes Spiel, das ihr darauf gespielt habt? Also ich habe das erste Spiel, was ich darauf gespielt habe, war Rambo. Bei einem Kollegen. Wer von euch Interesse hat, eine Geschichte über den Anfang mit seinem Computer zu schreiben, der kann mir seine Geschichte zuschicken. Ja, sowas kann man zum Beispiel auch der Digital Talk zuschicken, die Geschichte des Computers, also wie man zu dem Computer gekommen ist. So, Kursaufruf. Habt ihr schon die Plauderecke gelesen? Dann wisst ihr ja, worum es jetzt hier geht. Ein Kurs würde der Darkstar Max sicher gut zu Gesicht stehen. Vielleicht sogar mehrere. Wer von euch also meint, in der Lage zu sein, einen solchen Kurs zu schreiben, der solle allerdings darauf achten, dass Anfänger und Fortgeschrittene gleichfalls etwas damit anfangen können. Das Kursgebiet könnt ihr euch selbst aussuchen. Ja, das ist toll. Gut, dann war das das mit Special. So, was haben wir denn da? Wir haben hier die Musikkorner. Da ist wahrscheinlich Musik in die Eier. Also Musik in den Eiern. Ja. Wir werden zum Beispiel den Intro-Maker bei Tooltime und so machen. Weil Tooltime soll ja auch noch ein bisschen aktiv werden. Und um die Spiele kümmern wir uns in The Games from Disc Mac. Forward, CDs im Test. Okay. Super, gut, durchschnittlich, alles klärchen. Forward in der Musikcorner werden die Fragen so etwas in einem C64-Magazin gehört. Ich persönlich finde das auch ganz gut. Ja, früher, muss ich auch mal sagen, Musik ist auch eine Sache, wo ich sage, die ist gut. Zum Beispiel so eine Musik wie jetzt hier. Nicht böse an den Sven Tevis. Ich meine, vielleicht hat er auch zu diesem Zeitpunkt nichts anderes gehabt, aber das nervt mit der Zeit. Da macht man mal die Musik aus und macht sich eine CD an und hört dann die CD. Ich zum Beispiel habe damals sehr viel Michael Jackson, Genesis und Phil Collins gehört. Oder Sandra. Oder P. Werner. Oder Jule Neigel. So. Amazon Lake and Palmer live at the Royal Albert Hall. Ja, toll. So, Pink Floyd. Ja, gut. Ich mag in dieser Musik hier nicht so viel zu tun haben. Wie gesagt, wer das sich durchlesen möchte, kann sich gern momentan, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, hat C64.at das Problem, dass sie außer Betrieb ist. Sollte aber in den nächsten Tagen, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, vielleicht ist es zu diesem Zeitpunkt schon wieder aktiv. C64.at kann zu diesem Zeitpunkt wieder aktiv sein, wenn ihr das Video seht. Aber wenn ihr das schaut und es steht immer noch da, in einigen Tagen kommt es wieder online. Ja, nicht verzagen, dann könnt ihr euch die Darkstar runterladen. Und da freue ich mich. So,
Da haben wir hier noch die Rollenspielecke. Ich bin eigentlich so ein Mensch, ich bin ganz ehrlich, es hört sich jetzt ein bisschen traurig an, aber ich hatte keine Freunde. Und ich habe auch im Großen und Ganzen so keine Freunde, wo ich sagen kann, da könnte ich mal hingehen und ein Rollenspiel machen. Und vor allen Dingen, ich würde mich auch mit diesen Rollenspielen dort überhaupt nicht auskennen, was Brettspiele angeht. Da muss man sich seinen eigenen Charakter erstellen, obwohl ich glaube, das ist wieder Pen and Paper, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Zum Thema Brett- und Rollenspiele möchte ich jetzt vorweg noch etwas sagen. Schreiben. Unter den Computer-Usern gibt es viele Taktik- und Strategie- und Fantasy-Fans. Deshalb fand ich es eigentlich ganz richtig, dass dieser Menüpunkt in jeder Ausgabe erscheint. Ja. Wie gesagt, so mit Brettspielen, was Rollenspiele angeht, ja, hatte ich eigentlich weniger zu tun. Und deshalb interessiert mich auch das weniger. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, Darkstar, die erste Ausgabe von 1,95, könnt ihr euch gerne anschauen. Da ist das alles zu sehen. Dankeschön an den lieben Sven Teves dafür, dass er dieses Magazin gemacht hatte damals, 1995. Ich weiß nicht, was der Sven Teves heute macht. Vielleicht ist er immer noch mit seinem C64 aktiv, genau wie der Carsten Seiderer? Ich glaube, Seiderer heißt er, der das Schwarze Auge programmiert hat. Grüße gehen raus. Ich danke euch jedenfalls fürs Zusehen. Jetzt muss ich gerade gucken, wo meine Maus ist. Die Maus ist da. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video, in der nächsten World of Discmake, in der nächsten The Game from Discmake und an der Batool Time. Und ich würde sagen, bis dann, euer Patrick Batool. Bye, bye.